Erstes Kreuzfeuer. Let's go. Es gab noch etwas Belastenderes unter dem Körper des Opfers. Wegen der Brille. Haben Sie Beweise dafür, dass sie meiner Klientin gehört? Die Gläser sind für Kurzsichtige und haben fast die gleiche Stärke wie ihre. Sogar das Gestell sieht beinahe aus wie das auf ihrem Passbild, Junge. Was soll ich jetzt tun? Weiter angreifen, immer. Immer weiter angreifen, wenn man die Möglichkeit hat. Moment. Fast und beinahe sind in einem solchen Fall nicht gut genug. Haben Sie einen eindeutigeren Beweis? Gibt es etwas, das die Brille direkt mit der Angeklagten verbindet? Dreck und Sand haben die Fingerabdrücke von allen abgerieben. Sie wollen also sagen, Inspektor, dass Sie keinen Beweis dafür haben, dass diese Brille meiner Mandantin gehört? Sowas in der Art. Was? Ich verstehe. Es gibt keinen Beweis. Wow, das war großartig. Ich habe das echt gespürt, ganz tief in meinem Bauch. Während seiner Verabredung wurde das Opfer von der Bank gestoßen. Also, sind Sie sicher? Sie sind sicher, dass er fiel, weil er gestoßen wurde? Ja, Junge. Wenn du dir die Wunden am Körper des Opfers ansiehst, gibt es keine Möglichkeit, dass es anders war. Bitte fahren Sie mit Ihrer Aussage fort, Inspektor. Wie dem auch sei, das Opfer fiel ziemlich tief. Aber er schaffte es, den Namen des Täters auf den Boden zu schreiben, wo er landete. Ja gut, da haben wir schon den Widerspruch. Geht nicht. Er kann keine Zeit gehabt haben, den Namen auf den Boden zu schreiben. Der hat laut Autopsiebericht sich das Genick gebrochen, also ist das, glaube ich, nicht möglich, ne? Also so... Weil ich informiert bin, Genickbruch heißt sofort tot, das war's. Ne? In den meisten Fällen, man kann Genickbrüche auch überleben, aber auf jeden Fall ist man in den meisten Fällen dann zumindest erstmal gelähmt in irgendeiner Form. Ja? Den Namen des Täters? Ja, ich war auch ziemlich überrascht. Ich wollte es nicht glauben, aber... War dieser Name der meiner Mandantin? Oh, ich sage es nicht gern, aber es war eindeutig der Name der Angeklagten Maggie. Gut, da ist auch der Fehler. Selbst gut, wenn er die Zeit gehabt hätte. Ja, wir wissen ja, dass er es falsch geschrieben hat. Ne? Also, ja, Maggie wird ja mit Y hinten geschrieben, haben wir in der letzten Folge gesehen. Sind Sie sich völlig sicher? Tut mir leid, Junge, aber das dann da. Naja. Dies ist ein Foto davon. Egal wie man es betrachtet, das steht Maggie. Da hat er recht. Hey, Moment mal. Hä? Sagen Sie nicht, hä? Ich weiß, dass auf dem Foto Maggie steht, aber... Ja, jetzt, wo Sie es erwähnt, irgendwas scheint mit dem Bild wirklich nicht zu stimmen. Ja, so sehen Sie, dass Sie einen Widerspruch gefunden haben. Zeigen Sie schnell Beweise. So fühlt es sich also an, wenn man einen Widerspruch findet. Ich schaue besser nochmal in die Gerichtsakte. Bei diesem Beweis und der Brille fällt es schwer, an Ihre Unschuld zu glauben. Und Sie sind sicher, dass das Opfer diesen Namen auf den Boden schrieb? Es gab einen Kratzer an seinen Fingern vom rauen Sand und unter den Fingernagel des Zeigefingers waren Sandkörner. Es scheint tatsächlich so, als habe das Opfer selbst den Namen geschrieben. Ja, das lief nicht so gut. Wenn er es wirklich war, stecken wir mächtig in der Klemme. Geben Sie nicht auf, bleiben Sie weiter am Ball. Ja, ich freue mich, dass du so motiviert bist, aber... Ich möchte jetzt wirklich gern einen Ihrer Spezialangriffe sehen. Meiner was? Sie sehen immer so cool aus, wenn Sie Beweise zeigen. Beweise zeigen? Ach so, Beweise zeigen. Ja, tatsächlich habe ich gerade daran gedacht. Ja, der große Phönix White ist zurück. Oh, richtig. Hä? Ich habe unlängst gehört, dass man auch Personenprofile präsentieren kann. Das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter, also Vorsicht. Okay, das ist ein neues Feature. Konnten wir im Teil davor nicht machen. Aber, ja, könnte interessant werden. Also, da könnten wir jetzt zum Beispiel das Profil von Maggie mit EY hinten vorzeigen. Personenprofile, hä? Na gut, versuchen wir es nochmal. Okay, es gab noch etwas bla 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 während der... Aber er schafft es, den Namen des Täters. Ich sage es ungern, aber es war eindeutig der Name der Person. Nein, war es nicht. Achtung. Maggie. Da haben wir es. Haha. Ja, also...
Was ist los? Ja, ich bin mir ein bisschen unsicher. Was hat mich denn da geritten? Ohne nachzudenken, habe ich Einspruch gerufen. Und das noch so laut, wie ich konnte, den Finger auf meinen Gegner gerichtet. Was für ein tolles Gefühl. Inspektor Gamschuh. Redest du mit mir, Junge? Bitte nennen Sie mir den Namen Ihrer Angeklagten oder der Angeklagten. Oh, Einspruch! Was wollen Sie mit dieser hoffnungslosen Übung beweisen, Herr Reit? Sie werden schon sehen. Dies ist eine sehr wichtige Frage. Antworten Sie ruhig, Herr Payne. Den Namen der Angeklagten, bitte. Was soll diese lächerliche Frage bewirken? Der Name der Angeklagten lautet, Maggie Bird. Ich glaube, da muss sich jemand mal die Gerichtsakte genauer ansehen. Was? Hier steht, dass sie Maggie Bird heißt. Ja, sieht so aus, als hätte ich sie eiskalt erwischt. Was geht hier vor? Ich habe keine Ahnung, euer Ehren. Wie Sie sehen, hat das Opfer tatsächlich den Namen Maggie zurückgelassen. Aber der Name der Angeklagten schreibt sich Maggie. Das ist ein offensichtlicher Widerspruch der Fakten. Oh! Was sagt man dazu? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber vielleicht wusste das Opfer nicht, wie man ihren Namen richtig schreibt. Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie sagten, der Angeklagten wird der Mord an ihrem Geliebten vorgeworfen? Also wenn sie wirklich Geliebte waren, muss er ihren Namen gekannt haben. Nein! Das ist sehr, wieso lispel ich? Das ist sehr wichtig. Herr Payne. Ja, euer Ehren. Sie sind absolut sicher, dass die Angeklagte und das Opfer Dustin Prince tatsächlich Geliebte waren? Ja, ich bin ziemlich sicher, euer Ehren. Sie waren ein bei der Polizei sehr bekanntes Paar. Inspektor Gamschuh, bitte machen Sie eine Aussage zur Beziehung zwischen der Angeklagten und dem Opfer. Ja. Okay, Leute. Dustin und Maggie. Oh, die Wachtmeister Prinz und Bird waren seit einem halben Jahr zusammen. Es klang, als würden sie an eine Vermählung denken. Der Tag des Vorfalls war zufälligerweise auch der Geburtstag des Opfers. Maggie, Wachtmeisterin Bird, hatte Prinz ein Geschenk besorgt. Ja, etwas, das sie mehr als 2 Monate zuvor besorgt hatte. Ja, ich wusste, dass weil sie mich fragte, was sie ihm schenken sollte. Oh, das klingt, als hätten die beiden sich sehr nah gestanden. Ja, trotzdem kam es zu dieser Tragödie. Na schön, Sie können den Zeugen nun ins Kreuzverhör nehmen, Herr Wright. Okay, aber fragt sie natürlich nur, ich meine, die ganz große Frage, die sich hier stellt bei dieser ganzen Sache ist, was hat sie denn für ein Motiv? Ich meine, wenn die sich nahe standen, die den geliebt hat und die sogar schon kurz vor der Vermählung standen, hat sie doch gar keinen Grund, ihren Verlobten da umzubringen. Ich meine, was hat sie für einen Grund? Gar keinen. So, Dustin und Maggie. Die Wachtmeister Prinz und Bird waren seit einem halben Jahr zusammen. Woher wissen Sie das? Jedes Jahr im März gibt es ein Trainingslager für uns Polizisten. Wachtmeisterin Bird war ein Neuling. Sie und Prinz verstanden sich blendend. Ich nehme an, sie kamen sich näher. Ich sollte auch dorthin, aber ich konnte die Anzahlung für die Reise nicht aufbringen, also blieb ich daheim. Wenn ich doch nur auf diese Reise gegangen wäre. Was ist los? Nichts, wirklich, wie dem auch sei. Es klang, als würden sie an eine Vermählung denken. Vermählung? Aber war das Opfer nicht 8 Jahre älter als sie? Was? Was willst du damit sagen? Dass man jemanden in seinem Alter heiraten muss, Junge? Nein, das meinte ich nicht. Inspektor Gamschuh und Dustin waren nur 1 Jahr auseinander, wissen Sie? Uff, ich glaube, er wird noch lange auf seine Hochzeit warten müssen. Kümmer dich um deinen eigenen Kram, Junge! Der Tag des Vorfalls war zufälligerweise auch der Geburtstag des Opfers. Der Tag des Vorfalls, Sie meinen den 6. September? Ja, das Opfer Wachtmeister Prinz hatte gerade um 17.30 Uhr Feierabend gemacht. Und da Maggies Nachtsicht noch nicht anfing, ging sie ein bisschen in den Park. Ah ja, ich erinnere mich, als ich selbst jung und verliebt war. Ach, das war eine schöne Zeit.
Großartig, euer Ehren. Ich freue mich, dass Sie so ein fröhlicher alter Mann sind. Maggie, ich meine Wachtmeisterin Bird, hatte Prinz ein Geschenk besorgt. Sie wissen ja anscheinend eine Menge über die Angeklagte. Nun, das liegt daran, dass ich ihr Boss bin. Ich achte auf meine Leute. Kleinen Moment mal kurz. So, sorry, ich musste nur ein bisschen husten. Ich wollte jetzt ja nicht ins Mikrofon raunen. Aber sogar darauf, was sie anderen schenkte, geht das nicht etwas zu weit? Hey Junge, pass auf, was du sagst. Ich weiß alles, was unter mir passiert, wenn sich jemand auch nur am Hintern... So genau muss ich jetzt wirklich nicht wissen. Alright, bitte bedrängen Sie den Zeugen nicht so. Ich stimme zu. Selbst wenn der Zeuge für die Angeklagte schwärmt, sollte das im Moment nicht der Gegenstand des Gesprächs sein. Wow, Moment, warum reden wir so darüber? Das ist alles deine Schuld, Junge. Du bist schuldig, ich sollte dich einsperren. Ich glaube, der gute Inspektor ist ein wenig durch den Wind. Etwas, das sie mehr als 2 Monate zuvor besorgt hatte. Mehr als 2 Monate zuvor? Ja, sie ist eine sehr bedachte Frau, Junge. Also, was war das für ein Geburtstagsgeschenk? Sie hat ihm einen Handschuh gekauft. Einen einzelnen Handschuh? Warum sollte sie ihm nur einen schenken? Euer Ehren, es handelt sich bei dem fraglichen Ding um einen Baseballhandschuh. Ah, ich verstehe. Ein Baseballhandschuh. Wachtmeister Prinz war ein großer Baseballfan. Ein Baseballhandschuh? Weiter angreifen. Gerade haben Sie gesagt, das Geschenk wäre etwas gewesen, das sie mehr als 2 Monate zuvor besorgt hat. Ja. Sie sagen also, dass sie vor über 2 Monaten loslief, um den Handschuh zu kaufen. Nein, so war es nicht. Wie war es dann? Sie hat ihn bestellt. Er war eine Maßanfertigung. Maßanfertigung? Der Handschuh war eine Maßanfertigung? Ja, das hat sie gesagt. Der Handschuh war also eine Maßanfertigung. Euer Ehren, ich verstehe nicht, wie der Handschuh mit dem Fall zusammenhängt. Ja, es scheint da wenig Relevanz zu geben. Was meinen Sie, Herr Wright? Glauben Sie, dass dieser Handschuh für den Fall relevant ist? Natürlich ist er relevant. Immer. Ich weiß nicht, wohin mich das führt, aber... Natürlich ist er relevant. Der Handschuh ist der Schlüssel zu dem ganzen Fall. Ja, er blufft total. Das ist der Herr Wright, den ich kenne. Ich bin so froh, dass Sie wieder der Alte sind. Das ist großartig. Leute bedrängen. Das fühlt sich an, als hätte ich das früher schon getan. Ja. Okay. Muss ich dazu was sagen? Das ist nicht so, worauf du beschuldigt sein solltest, Phoenix Wright, ja? Als hätte ich es genutzt, um Informationen sogar von den Verschwiegensten zu bekommen. Nun gut. Wenn Sie so davon überzeugt sind, hören wir mehr über diese Angelegenheit. Ich habe den Handschuh übrigens heute bei mir. Und? Das sagen Sie jetzt erst. Schnell, zeigen Sie ihn dem Gericht. Nun, ich dachte nicht, dass er etwas mit dem Fall zu tun hat. Wie dem auch sei, hier ist er. Okay, sieht aus wie so eine Bananenstaude, ja. Er ist ziemlich gelb, oder? Baseballhandschuhe. Geburtstagsgeschenk von Maggie. Maß angefertigt für einen Linkshänder. Okay, das ist eine wichtige Information. Wachtmeister Prinz mochte die Farbe gelb sehr gerne. Warum muss es eine Maßanfertigung sein? Ja, Mensch, die ist verliebt gewesen. Natürlich wollte sie ja was Besonderes schenken. Ja, das stimmt. Und aus irgendeinem anderen Grund. Und aus einem anderen Grund. Ich denke, das Gericht hat genug gehört. Es ist eindeutig, dass das Opfer und die Angeklagte eine Beziehung hatten. Ja, das stimmt, euer Ehren. Nun, wenn das stimmt, wirft es eine wichtige Frage auf. Wurde der Name Maggie wirklich vom Opfer geschrieben? Ich verstehe, was Sie meinen, euer Ehren. Inspektor Gumshoe, bitte erzählen Sie uns etwas mehr über den Namen auf dem Boden. Ja, Sir. Okay, dann hau mal raus hier. Schrift auf dem Boden. Wir haben uns für R.O. Okay, das ist also die Endboss-Mucke sozusagen hier, ne? Okay, gefällt mir. Wir haben uns zuerst die Handschrift angesehen. Leider konnten wir nicht feststellen, ob es die Schrift des Opfers war. Als nächstes überprüften wir den Zeigefinger des Opfers.
Es fand sich Sand unter dem Fingernagel. Es gab auch Kratzer auf der Haut, die er sich beim Schreiben zugezogen hat. Daraus konnten wir schließen, dass das Opfer den Namen mit der rechten Hand schrieb. Okay, da könnte jetzt der Widerspruch sein, dass er Linkshänder ist. Da würde man sich fragen, wenn es sozusagen in den Todesmomenten ist, warum sollte er denn mit der rechten Hand schreiben? Ich meine, ich weiß ja nicht, ob das ein Argument ist, aber man würde sicherlich auch da seine bevorzugte Hand nehmen oder seine Schreibhand, oder? Eine vollkommen logische Schlussfolgerung. Super. Herr Wright, Sie können den Zeugen jetzt ins Kreuzverhör nehmen. Danke, euer Ehren. Dann wollen wir mal. Schrift auf dem Boden. Wir haben uns zuerst die Handschrift angesehen. Kann man denn die Handschrift wirklich anhand einer in Sand geschriebenen Probe bestimmen? Darum sind Amateure Amateure. Wir sind kein Haufen Dummköpfe, Junge. Die wissenschaftliche Ermittlung in diesem Land ist ziemlich weit entwickelt. Ich glaube, es wird Zeit, wieder zum eigentlichen Thema zu kommen. Ganz recht, euer Ehren. Also, was war das Ergebnis der Untersuchung? Leider konnten wir nicht feststellen, ob es die Schrift des Opfers war. Letztendlich konnten sie also nicht bestätigen, dass es seine Schrift war. Hey, schau nicht so auf uns herab! Ich habe es dir gesagt, wir sind kein Haufen Dummköpfe, Junge! Jeder weiß, dass man auch mit wissenschaftlicher Ermittlung nicht alles rausfinden kann. Ja, das habe ich noch nie zuvor gehört. Ich auch nicht. Und ich auch nicht. Sowas habe ich an der Polizeiakademie nie gehört. Okay, dann habe ich es eben erfunden. Wie dem auch sei. Als nächstes überprüften wir den Zeigefinger des Opfers. Seinen Zeigefinger? Du weißt schon, den, mit dem du hier dauernd rumfuchtelst und auf Leute zeigst. Sagen Sie bloß, das stört Sie. Jedes Mal, wenn du das machst, kriege ich einen kleinen Herzinfarkt, Junge. Wie dem auch sei, Sie haben den Zeigefinger des Opfers untersucht, richtig? Ja, wir dachten uns, es muss was am Finger sein, wenn er in den Sand trieb. Und wie lautete das Ergebnis? Es fand sich Sand unter dem Fingernagel. Und was beweist das? Nun, es beweist, dass er den Namen mit seinen eigenen Fingern trieb. Ja, was erklärt, warum da Sand unter dem Nagel steckte? Ja, ich schätze, er hat recht. Und da ist noch etwas. Es gab auch Kratzer auf der Haut, die er sich beim Schreiben zugezogen hat. Kratzer in der Haut. Ja, man kann sie nicht mit dem bloßen Auge sehen, aber sie sind da. Das ist unglaublich. Aber ja, das ist die Macht der wissenschaftlichen Ermittlung, die du gerade vor 2 Sekunden noch dumm gemacht hast, aber okay. Ha, sie sind so klein, dass wir eine Lupe benutzen mussten. Eine echt starke. Sie hat diesen wirklich wissenschaftlich klingenden Namen. Meinen Sie ein Mikroskop? Ja, das ist es. Wir haben eines dieser Dinger benutzt und sie so gefunden. Ich kann nicht glauben, dass dieser Kerl nicht weiß, was ein Mikroskop ist. Darauf konnten wir schließen, dass das Opfer den Namen mit der rechten Hand schrieb. Sind Sie absolut sicher? Ich glaube an die Macht der Wissenschaft. Ich frage mich, ob mein Beweis solide genug ist, um damit zu kontern. Wenn man sich das anhört, glaubt man, es könnte nur eine Schlussfolgerung geben, dass der Name auf jeden Fall vom Opfer geschrieben wurde. Aber glauben Sie nicht, das wäre sehr seltsam? Wenn Dustin diese Nachricht wirklich mit der rechten Hand geschrieben hätte, glauben Sie, dass ich mir dann so viel Mühe mit dem Geschenk gemacht hätte? Mit dem Geschenk? Was ist damit? Ja, also okay, das Spiel hat gerade mehr oder weniger bestätigt, dass meine Vermutung stimmt, ja. Und zwar, dass der Opfer mit den Namen mit der rechten Hand schrieb. Okay, na dann, Linkshänder. Bam. Inspektor Gumshoe, sehen Sie sich das hier an. Das ist der Handschuh, nicht? Könnten Sie dem Gericht sagen, was das Besondere an diesem Handschuh ist? Das Besondere, ich habe nie so richtig darüber nachgedacht, aber... er ist wirklich gelb. Und das war's auch schon. Ja, er ist wirklich gelb, aber das ist nur eine seiner Qualitäten. Hä? Es gibt noch einen Grund, warum er besonders ist. Und der wäre? Ganz einfach. Dieser Handschuh ist für einen Linkshänder gemacht. Linkshänder? Na sowas, Sie haben recht.
Dieser Handschuh ist für die rechte Hand angefertigt. Darum muss er eine Maßanfertigung sein. Ich habe noch nie einen gelben Linkshänder-Handschuh in einem Geschäft gesehen. Sie etwa? Tja, nein. Also, Inspektor. Mit welcher Hand hat das Opfer nochmal den Namen geschrieben? Das ist einfach. Sehen Sie, es ist auf diesem Bild eindeutig, dass es... Moment mal. Vergessen Sie nicht, dass das Opfer Linkshänder war. Abgelehnt. Herr Wright, ich möchte wissen, was Ihre Beweisführung ergibt. Es kann nur eine Schlussfolgerung gezogen werden. Ein Linkshänder kann keine Nachricht mit seiner rechten Hand geschrieben haben. Darum kann die Person, die den Namen Maggie schrieb, nicht das Opfer gewesen sein. Okay, jetzt kommen wir langsam auf die Spur, ja? Ruhe, Ruhe! Wenn man darüber nachdenkt, dann ja. Ist es unmöglich, dass der Name vom Opfer geschrieben wurde? Das bedeutet, dass Maggie... Nein! Nein, es ist nicht möglich! Herr Payne! Euer Herrn! Die Beweise der Anklage haben die Schuld der Angeklagten nicht bewiesen. Ich glaube sogar eher, dass sie ihre Unschuld bewiesen haben. Nein! Jawohl! Sie haben es geschafft, Herr Wright! Wow, endlich kann ich wieder Luft holen! Wie es scheint, haben wir einen Abschluss gefunden. Sie haben einmal mehr gute Arbeit geleistet, Herr Wright. Ich, euer Herrn? Ja, nun, vielen Dank. Der Richter hat Ihnen wieder einmal Komplimente gemacht, ja? Sie sind richtig gut. Und darum können Sie nicht aufhören, ein Anwalt zu sein. Soll das ein Scherz sein? Ich bin mehr als reif für den Ruhestand. Ich werde jetzt mein Urteil verkünden. Okay, das Urteil wird er aber dann in der nächsten Folge verkünden, weil, wie wir wissen, das war's noch nicht, ne? Also, bis dahin.